Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Es ist lange her, aber ich hatte einfach keine Zeit zu einem weiteren Video von uns, einen kleinen Guide für oder ja, eine kleine Einweisung und das neue Remix von Padaria. Wir müssen sagen, es ist sehr geil. Es kommt immer darauf an, was ihr machen wollt. Also unsere Tipps, die wir jetzt bringen werden, die spezialisieren sich auf das, was ihr halt machen wollt. Wollt ihr richtig leveln und Gas geben? Klar, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Bronze für eure Ausrüstung zu verbrauchen. Wenn ihr jetzt nur Stuff haben wollt, um eventuell mitzugehen, zum Beispiel als Delis oder so, einfach nur ein bisschen Spaß haben wollt und Mounts sammeln wollt, dann könnt ihr Mounts haben. Wenn ihr Bock habt auf Transmog, gibt es natürlich auch Transmog für alle Klassen, die ihr euch danach kaufen könnt. Also ihr habt wirklich die Möglichkeit, alles zu holen. Und die Sache, die wir halt gerne gewusst hätten am Anfang war, also ich empfehle euch immer, gerade am Anfang, geht in euren Bazar, das ist zum Beispiel mit den Nostwins Gutschein, könnt ihr euch direkt hinpotten. In jedem Gebiet gibt es ein Bazar, also ihr habt immer in jedem Gebiet, was wird euch auch angezeigt, ewiger Bazar. Da solltet ihr hingehen und da euch immer jeden Tag die Dailies holen. Und zwar einmal die Daily, die ihr braucht, ist für den Schlachtzug, zwei Schlachtzugsbosse killen, drei Dungeon-Bosse killen und das Szenario killen. So, wenn ihr im Levelbereich seid, dadurch, dass das mit diesem Ward endlich gepatcht worden ist, ne, und dass es nicht mehr gibt, würde ich euch empfehlen, macht die Dinger einfach direkt. Und zwar, ihr bekommt Belohnungen. Ne? Je nachdem, was ihr für Dungeon laufen würdet, kriegt ihr Belohnung. Ihr bekommt auf jeden Fall erstmal großen Bronzevorrat und so einen Faden. Dieser Faden tut eure Sachen um 5-mal stärken. Das heißt, ein normaler Faden gibt einmal, ein blauer Faden 3-mal und ein ewiger Faden gibt 10 Punkte. Und also 5 Punkte, entschuldigt, also die 5-fache Wert. Und wenn ihr jetzt, wie zum Beispiel dann hier die Quest habt, die wir jetzt hier angenommen haben, ne? Diese Dungeon und Schlachtzüge, habt ihr einen großen ewigen Fadensprudel. Dieser tut eure Werte mal 10 machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sonst nur 5 gekickt habt, also 5 Stärke, 5 aus, also in der Richtung, ne, 5 Stärke, 5 Tempo, kriegt ihr dann das Zehnfache. Ne? Also 50 als Beispiel jetzt. Je nachdem, wie hoch ihr mit eurem Umhang seid. Ich würde euch trotzdem empfehlen, das zu machen, weil ihr könnt somit extrem schnell nachleveln. Es ist super easy, ihr könnt euch überall anmelden. Ich empfehle euch auch, das auf NRC zu machen. Geht aber einfach am schnellsten, weil wie gesagt, es wurde jetzt gepatcht. Es ist nicht mehr alles so schwer wie am Anfang. Kriegt dann hier aus den Dungeon, wenn ihr das erste Mal einen macht, kriegt ihr auch, wie gesagt, den Bronzevorrat und den ewigen Faden. Und somit könnt ihr gerade eure Twinks relativ schnell leveln. Deswegen macht das als allererste Priorität, wenn ihr online kommt. Guckt, dass ihr da rein könnt und diese Dungeon macht und diese Szenarien, also wie gesagt, Szenario einmal, Dungeon einmal, Schlachtzugsbrowser einmal. Da kriegt ihr sogar nochmal extra Loot. Ne? Also wie gesagt, das ist, was die Fäden sind, kriegt ihr richtig viel. Pro Bosskick kriegt ihr auch nochmal Fäden. Lohnt sich auf jeden Fall. Danach solltet ihr euch überlegen, okay, jetzt kommen wir mal zu den Fraktionen. Ne? Wie sieht es denn da aus? Also, diese Fraktion, die es jetzt hier gibt, da ist ein Problem. Es levelt sich alles unterschiedlich. Das heißt, bei einer Fraktion bekommt ihr nur 500 Ruf, bei der anderen kriegt ihr 5000 Ruf pro Quest oder 3000. Deswegen schaut, was ihr machen wollt. Ihr bekommt ja diese Abzeichen hier von jedem Kill von einem Ramob oder halt aus bestimmten Gebieten. Bekommt ihr die geringen Amulette des Glücks, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier... Moment. Na, ich wollte eigentlich Karte da. Wenn ihr jetzt hier die Eliten killt, zum Beispiel jetzt hier diese so, ne, Borge Dunkelfaust und so, bekommt ihr halt Marken. Und damit könnt ihr halt dann Ruf-Items kaufen, um halt unten nochmal hochzukriegen. Die Ruf-Items gibt es auch in den Gebieten. Und zwar, wenn ihr jetzt hier auf der Insel des Donners, auf der zeitlosen Insel rumrennt, kriegt ihr das auch von Ramobs und Gegner aus Truhen, könnt ihr die auch looten. Oder ihr geht ins Gebiet, Tal der ewigen Blüten, geht hier unten in den Shaolin-Hallen rein, da bekommt ihr auch relativ viele Amulette. Aber am besten, der beste Farmspot ist halt wirklich die zeitlose Insel. Ne? Da kriegt ihr richtig viel. Die würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall nicht für die Klaxi einzutauschen. Also, ich würde euch empfehlen, nicht für die Klaxi, nicht für den Goldenen Lotus, dann auch nicht für die Orden der Wolkenschlange und auch nicht für den Shadowpan-Vorstoß, weil das sind die Teile, die kriegt ihr eigentlich so einfach durchs Durchquesten relativ schnell hoch. Macht's eher durch die, zum Beispiel hier, die Lehrensucher, der Schwarze Prinz, die himmlischen Habenen, Shadowpan-Vorstoß, da lohnt sich das eher für später, gell? Nur ein Tipp, weil investiert da nicht rein, die Dailies, die ihr da machen könnt pro Gebiet, die reichen 3-4 Tage, habt das ehrfürchtig, ohne Probleme. Dann, wichtig ist, als Tank habt ihr oft das Problem, dass ihr halt HC-Inis extrem auf die Fresse kriegt. Wie gesagt, da müsst ihr halt gucken, wie eure Ausrüstung ist, aber ich würde euch die Sachen hier auf NRC empfehlen.
Dann habe ich noch die Sache, ihr wundert euch bestimmt, warum ich schon die Ringe und die Spuckstücke habe. Also, die bekommt ihr einmal, wenn ihr die Dungeons auf HC durchlauft, kriegt ihr was. Ein Kloppenring. Ihr kriegt einen Ring, wenn ihr die Szenarien auf HC durchlauft, alle. Ihr bekommt ein Schmuckteil, wenn ihr Stufe 70 erreicht. Und ihr bekommt ein Schmuckteil, wenn ihr, also wenn ihr die Umhang auf einer gewissen Stufe habt, sowas. Und ein Schmuckteil bekommt ihr, wenn ihr mindestens 3 bis 4 Gebiete durchquest. Also sprich 1, 2, also 1, 2, 3, 4. Also 4 Gebiete waren es, glaube ich. 3 bis 4 Gebiete. Müsst ihr durchquesten, die Kampagnenquest machen. Die findet ihr hier in der Folge. Ne? Einfach hier bei Quest oder halt Erkundung. Ne? Einfach 3 abschließen, bekommt ihr diese Schmuckstücke. Den Hals bekommt ihr nur, wenn ihr NRC Raids lauft. Und zwar alle NRC Raids. Ist ein bisschen schwierig gerade, weil jetzt ja auch dieses Ward Rack ist. Ne? Das wird gepatcht, Gott sei Dank. Diese Dungeon hier, 1, 2, also die Raids, ne, Mokushan, Herz der Angst, Terrasse Endlos und Frühlings, sind easy. Aber drunter Gezeiten habt ihr das Problem, und zwar wenn ihr gegen den dunklen Animus kämpfen müsst, das ist ein Mechanikboss. Den müsst ihr die Mechanik spielen, sonst seid ihr tot. Genauso wie hier Schlacht von Orgrimmar, Tok. Das sind die echt schlimmsten Bosse, ansonsten ist alles free loot. Ne? Nur mal dazu. Ich empfehle euch, spielt, was ihr Bock habt, ne, trinkt. Ihr müsst euren Umhang auf eine gewisse Stufe haben, dann könnt ihr trinken und ihr könnt, wenn ihr Twinks seid, auch in den NRC reingehen. Das ist sogar richtig geil, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin jetzt soweit mit meinem Main fertig, möchte einen Twink spielen, dann schaut, dass ihr den Twink mit dem Umhang auf 100% EP bekommt, weil ihr erstmal die Werte dann auch schon stark habt und ihr one-shootet alles. Deswegen werden Low Levels gerne bei NRC Raids mitgenommen. Ist wirklich so. HC kommt ihr nur auf 70 rein. NRC Dungeons und NRC oder HC Dungeons gehen auch. Merkt ihr sofort den Unterschied, ob ein Low Level mit frisch Level 10, das skaliert extrem hart. Also geht da auf jeden Fall mit und holt euch diese Sachen. Versucht als allererstes den Ring zu kriegen mit dem Dungeons HC, dann die Dungeons, die Szenarien HC und den Rest macht ihr dann einfach nebenbei durch Questen. Wenn ihr das fertig habt, ihr habt jeden Tag ein ID-Reset. Das heißt, ihr könnt alles jeden Tag einmal machen. Ob es HC ist oder NRC, könnt ihr machen. So, den LFR könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Der tickert nicht jeden Tag, aber HC und Mythic wird jeden Tag zurückgesetzt. Normal Raid könnt ihr auch so oft reingehen, wie ihr wollt. Ich war jetzt ein paar Mal drin, das war kein Problem. HC sieht's anders aus. Ne? Also, ich wünsche viel Spaß. Wir können ja gerne mal schreiben, zusammen spielen. Ich bin auf dem Server Antonidas auf dem Mist of Pandaria Remix und ich fahre mir jetzt gerade meine Ausrüstung als DD, weil ich will unbedingt noch in SO rein. Das ist ja leider schwerer rein, was zu finden für die Heilskette, weil mir fehlen nur noch 3 Bosse: Tok, die Klaxi und der Garrosh. Das sind die 3, die mir noch fehlen und dann wäre ich soweit. Ne? Dann switche ich auch wieder auf Tank um, weil auf Tank hast du echt Schwierigkeiten, da einen vernünftigen Tank zu sehen, der Tok spielen kann. Jeder Held weiß, Tok, da musst du einmal tanken, der Rest ist bei der Gruppe und dann später, wenn man an eine Schüssel rankommt, geht man zur Schüssel und spottet ab. Aber, ja, ich hatte es auch schon anders. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Spiel. Wenn ihr Fragen habt, Skillungen, ihr könnt ja mal reinschauen in die Kommentare, welche Klasse ihr als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir weiter, gell? Also, ich bedanke mich. Ach ja, die Schriftrollen würde ich euch empfehlen. Nutzt sie wirklich nur, wenn ihr jetzt irgendwas fahren wollt, wie jetzt die Halskette als im NRC, dass ihr euch ein bisschen pusht und die Gruppe. Und ansonsten empfehle ich euch einfach die aufzählen für die Mythic oder HC-Content, weil das braucht ihr auf jeden Fall. Gell? Genau wie Trommeln und sowas. Ich wünsche euch noch viel Spaß und haut rein. Gell? Tschüss.